Sieht mich so. Ich muss noch meinen Mitarbeiter hier einweisen. Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute Live-Blog mit, nicht Live-Blog, sondern ein Blog mit Arthur, hallo, dem Bauer, Gestalter dieser Filteranlage, die wir ja vor einigen Monaten schon mal gezeigt haben. Da war auf dem Teich noch die Winterabdeckung. Nachher im zweiten Blog schauen wir uns natürlich auch den Teich an. Wir hatten hier ja eine Filteranlage, wo wir mal erklärt haben, wie das mit den unterschiedlichen Wasserständen ist, in Abhängigkeit von der Pumpenleistung und natürlich der Verbindungsleitung. Arthur hat hier auf IBC-Behälter gesetzt, den Trommelfilter. Wo hast du den her? Das ist auch Marke Eigenbau? Genau, den habe ich privat gekauft, also bei einem, der die selber baut. Okay, und dann hatten wir ja hier noch die Problematik, zusätzlich, dass das Filtermaterial, gelinde gesagt, etwas chaotisch in die Filterbehälter eingetragen wurde. Und hier in der letzten Kammer hatten wir zum Beispiel nur so ganz wild Säcke drin liegen, die dann zum Teil noch an den Auslaufrohren waren. Hier war die Luft so angebracht, dass durch die Auslaufrohre auch noch Luft angesogen wurde. Und du hast jetzt mittlerweile einiges geändert. Ich sehe, du hast zweimal ganz ordentlich Japanmatten eingebracht. Einmal hast du, ich glaube, kein Helix oder Carlton hast eine Helix. So, was hast du gemacht? Erzähl es uns mal. Und vor allem, hat es Erfolge gebracht? Es hat auf jeden Fall Erfolge gebracht. Und zwar habe ich erstmal hier, hier war damals das Problem, ich habe zu wenig Stückchen, also in den... Warte mal, ich nehme mal die Kamera auf die Hand, dann können wir das gleich zeigen, wenn du uns das am lebenden Objekt beschreibst. Also was war in der Kammer vorher drin? Auch Japanmatten? Also vorher waren auch Japanmatten drin. Das Problem war nur, dass ich zu wenig von den Verbindungsstücken hatte zwischen den Japanmatten, da war zu viel Luft. Ja. Und dadurch hatte ich pro Lücke hatte ich zu wenig Strömung. Und jetzt habe ich hier noch mehrere Verbindungsstücke eingebaut und jetzt habe ich halt eine viel größere Strömung pro Lücke und aus dem Grund eine bessere Nitritabbauleistung. Genau. Und merkst du das schon, dass du heute einen höheren Nitritabbau hast? Wie viel fütterst du am Tag? 1,2 Kilo und Nitrit ist eigentlich morgens bei null. Okay, perfekt. Und das machst du über diese drei Behälter. Ich sage mal rund knapp 3 Kubikmeter Filtermaterial, genau, was du hier drin hast. Was war in der Kammer? Da war schon Helix drin? Genau, da war schon... bewegt, glaube ich. Nee, es war statisch? In dem Moment bewegt, weil ich hatte nur, also im Winter war es da damals, da hatte ich nur eine Pumpe laufen und dann ist der Wasserstand ein bisschen höher gewesen. Das ist immer mein Hydraulikproblem, weil ich zu wenig Verbindungsleitungen habe. Da kommen wir gleich dazu. Genau. Und wenn ich aber beide Pumpe laufen habe, dann ist es statisch, wie man hier sieht, es bleibt oben liegen. Das Problem, was ich aber hatte, ich hatte die Ausgänge unten. Und dann hat durch meine Belüftung, hat es dann in diese Kammer hier, hat es dann Luft hochgezogen und durch das hatte ich noch, noch weniger Durchfluss. Okay. Und in der Kammer, da war damals einfach nur Siborax drin gelegen und das Problem war damals, dass keine Anströmung war, weil es quasi das Wasser einfach drüber gelaufen ist. Und dann hatte Martin mir geraten, ich soll hier auch am besten die Japanmatten reinmachen und das hat auch richtig viel gebracht. Ich habe dann die Verbindung nach oben gemacht und hier geht das Wasser von oben nach unten durch. Und wird dann hier von den Pumpen wieder abgesaugt. Okay. Hier habe ich auch sehr viele Verbindungsstücke gemacht, damit eben pro Lücke mehr Strömung herrscht. Genau. Und somit habe ich eine größere... Also je kleiner die Lücken sind, aber ohne Lücken geht es gar nicht, weil Matte zu dicht ist. Aber das, was du beschreibst, ist einfach der Umstand, je kleiner die Lücken sind, desto höher ist der hydraulische Druck auf dem Filtermaterial, desto besser. Und desto mehr Wasser fließt natürlich nachher auch durch die Japanmatte selber und desto höher ist der Abbau. So, ich habe gerade vorher in deinen Teich geschaut. Ich fand das Wasser eigentlich mega geil. Deinen Fischen geht es gut. Du kannst 1,2 Kilo füttern. Du hast 40.000 Liter, hast 35.000 Liter Umwälzung. Ja. Da fragt sich jetzt natürlich jeder, was will Arthur jetzt noch umbauen? Wo drückt dich der Schuh noch? Ja, das Problem ist, dass ich teilweise kleine Schwebeteilchen im Teich habe. Und das Problem ist, es wird ja nicht so bleiben. Die Fische werden größer, das heißt, ich brauche noch mehr Futter. Aus dem Grund will ich umbauen, damit ich erstens mehr Durchfluss haben kann. Wie man hier sieht, habe ich hier zwei Rückleitungen, die in den Teich gehen. Also das ist von der Pumpe zurück zum Teich? Genau. Von den zwei Rückleitungen, da werde ich jetzt zwei Flansche in den Teich, also in meine Filterkammer machen. Also als Zuleitung, als Mittelflächenabzug? Genau, nach zwei Seitenflächenabzuge. Und mit der Pumpe werde ich dann oberhalb vom Teich in den Teich reinschießen quasi. Ja. Also das war auch im Prinzip die Idee, die ich vorher auch als erstes irgendwo mit ihm zusammen entwickelt hatte. Und zwar, wir haben hier, um es nochmal vielleicht kurz zusammenzufassen, die Problematik ist, man hat zwei Problematiken. Arthur hat 40.000 Liter, er hat aber nur drei Zuleitungen. Sie kennen ja unsere Empfehlung, pro 10.000 Liter eine Verbindungsleitung in DN110.
dann bekommt man eine vernünftige Hydraulik hin. Vernünftige Hydraulik heißt, wir haben schon mal einen geringen Niveauunterschied zwischen Teich erster Filterkammer und dann, so wie in dem Fall, wenn das mit IBC-Behälter untereinander verbunden sind, man hat auch ausreichend viele Verbindungsleitern unter den Behältern, also auch immer mindestens 4, wobei ich habe da gerne Reserve nach oben. Dann sind auch die Niveauunterschiede zwischen den Filterkammern gering und dann kann man am Ende auch auf den Flow kommen. Und wenn man einmal pro Stunde umwälzen will, dann sind 4 Stück notwendig. Und wir haben hier jetzt das lebende Beispiel. Der Arthur, darf ich Sie anfassen? Ja, klar. Der Arthur hat hier 40.000 Liter und er kommt nur auf 35.000 und dann ist das System eigentlich schon ziemlich am Anschlag, wenn ich jetzt hier mal schaue, wo die unterschiedlichen Niveaus sind. Wir haben hier schon knapp 20 cm Niveauunterschied nochmal zwischen dem Filterbehälter, zwischen dem ersten, wo das Wasser reinkommt, und dem letzten. Und würden wir jetzt zum Teich raus, dann hätten wir 25 cm, das ist zu viel. Idealerweise bei einer gut funktionierenden Hydraulik kann man das locker auf 10 cm reduzieren. Und in solchen Filterkammern, und ich mache nachher einen extra Blog zum Thema Filtermaterial, sind eigentlich Japanmatten das perfekte Material. Das perfekte Filtermaterial, weil man es vernünftig in die Kammer einbringen kann und über die offene Stellen, über den freien Durchfluss in der Japanmatte kann man im Prinzip nachher steuern, wie hoch die Niveauunterschiede sind. So, Arthur hat jetzt natürlich das Problem, der Teich ist fertig, die PE-Folie ist fixfertig verschweißt. Wie kann er jetzt seine Hydraulik verbessern? Und da ist die Idee natürlich mega geil, dass man hergeht und sagt, okay, die 200er Rückleitung, wo heute die Pumpen angeschlossen sind, die kappt man, sagt, okay, da sind wir unter Wasser, wir führen die auch noch dem Trommelfilter zu. Natürlich ein limitierender Faktor ist auch der Trommelfilter. Arthur sagt, er packt 70.000, wenn er das packt, ist es gut. Bei 35.000 sind wir gerade. Würde man die zwei Rohrleitungen kappen, würde sie der ersten, der Trommelfilterkammer, zukommen lassen, dann hätten wir 5 Verbindungsleitungen und entsprechend würde man die Pumpenleitung nachher neu machen. Da geht man dann durch die Sandwichplatten, würde man dann 200er oder 125er, 150er Löcher bohren und würde draußen gerade wieder einmal mit 2 45 Grad oder 3 45 Grad Bogen nach unten gehen und wäre dann wieder im Teich, hätte quasi als Verunschönerung im Teich nur diese zwei Rohrleitungen. Ist eine mega Idee, ist einfach umzusetzen, ist minimalinvasiv, wie man in der Medizin so schön sagt. Also man müsste den Teich praktisch gar nicht umbauen, bis die zwei Rückleitung. Allerdings, und das muss man dann sagen, es steht dann immer noch aus, und das ist hier die Hauptarbeit, aber Arthur ist Student, hat jetzt 3 Wochen Urlaub. Ja. Herzlichen Glückwunsch auch, beneidenswert. Er hat jetzt natürlich auch zwischen den Filtern immer 3x100er Rohrleitung. Und wenn wir jetzt hier das Eingangshydraulikproblem lösen würden und sagen, okay, wir haben nachher 5 und wir machen uns auch 2 neue Rückleitungen, so viel wie man brauchen, dann wäre das erstmal geklärt, aber dann wäre natürlich der limitierende Faktor zwischen den Filterkammern. Und das ist so, wenn man das Hydraulikproblem an einer Stelle angeht, dann muss man es konsequent durchziehen und wirklich von der ersten bis zur letzten Kammer auch hydraulisch so aufbauen, dass es am Ende passt. Und da habe ich für ihn den Gedanken, er hat dann gesagt, ja, er braucht da mehrere Leitungen. Ich habe gesagt, mach nicht mehrere Leitungen, sondern mach deine 100er Verbindungsleitung, die 3x100er immer die zwei Behälter oder zwei benachbarte Behälter miteinander verbindet. Mach die 100er raus und mach 150er rein. So, 150er Rohr, weil die Rohrquerschnittsfläche berechnet sich ja übers Quadrat. Das heißt, wenn ich ein 150er Rohr ist in etwa 2x100. Ja, dann bedeutet das wieder, wenn ich 3x100 in 150 wandle, dann entspricht das in etwa im Äquivalent von 600er Rohren. Und dann wäre die Hydraulik zwischen den Filterbehältern auch geklärt. Und da muss ich wirklich sagen, kann ich jedem nur empfehlen, wir hätten Zuleitung 5, unter den Behältern hätten wir 600er Rohrleitung als Verbindung. Machen Sie sich da wirklich Reserven? Ich glaube, Reserve ist insgesamt, wie du gerade gesagt hast, auch das, was den Umbau überhaupt begründet, weil dein Wasser ist eigentlich gut, das Nitrit ist bei 0, aber du hast Ferien, du hast Langeweile, du bist jung, du hast noch Pioniergeist, du möchtest jetzt einmal richtig machen. Wirst du dann auf die Behälter zurückgreifen oder neue Behälter? Ja, ich werde auf jeden Fall, glaube ich, auf die Behälter zurückgreifen, weil sie einfach preisgünstig sind. Oder, nee, ich meine diese jetzt selber. Ach so, ja, ich werde die wahrscheinlich verwenden, weil wenn ich da 160er Flansche aus der 100er Flansche machen kann, kann ich die Löcher quasi gerade weiterverwenden, mache halt die Flansche komplett raus, 160er rein und dann dürfte es normalerweise funktionieren. Und im Notfall hole ich mir halt neue Behälter, falls es nicht klappen sollte. Wäre es vielleicht nicht auch erstmal sinnvoll, du hast ja beschrieben vorher, als wir noch das Vorgespräch hatten, das ist wie beim Arzt,
als wir noch bei der Anamnese waren, dass du mal hier Wasser reingepumpt hast, um zu schauen, was dann passiert, ob sich die Hydraulik verbessert. Das ist natürlich auch eine Lösung, wie man eine fehlende Hydraulik, wenn man jetzt nicht die Rohrleitung hätte, die man die Rückleitung hätte, die man dann als Mittelflächenzuleitung macht, dass man einfach sagt, man macht eine Pumpe noch in den Teich, die das Wasser hier rein pumpt, anstatt dass es per Gravitation fließt. Funktioniert genauso, ist natürlich deine Pumpe im Teich. Willst du es vorher mal testen, ob du nachher tatsächlich 50.000 Liter durch den Filter durchbekommst oder ob der sich nachher zu Tode spült? Ich könnte es theoretisch testen, aber das Problem ist, ich kann es so nicht testen. Da müsste ich quasi von jedem IBC eine Pumpe reinhängen, die von IBC zu IBC pumpt, weil ich halt hier zu wenig Leitung habe. Also ich muss sowieso zuerst mal die 160er Verbindung hier machen. Das heißt eigentlich, wenn es hart auf hart kommt, muss halt der Trommelfilter auch raus. Aber ich würde sagen, ich probiere es jetzt mal so und wenn es nicht geht, dann ich will mir eine Pumpe holen, die ich drosseln kann. Dann gehe also ich halt dann fahre ich ans Maximum. Wenn der Trommelfilter raus muss, wird aber aus minimalinvasiv wieder draus zum Gau. Ja, das ist halt so. Muss ich halt gucken. Also ich würde sagen, ich probiere das erstmal so aus, weil normalerweise ist er dafür ausgelegt, er bringt anscheinend 70.000 Liter Durchfluss. Aber das muss man dann sehen, wie das klappt. Was ich zum Beispiel hier noch machen würde, weil ich einfach auch auf Rieselfilter stehe, ich finde Rieselfilter ist so, wenn alles andere passt, wenn der geflutete Filter mit dem Nitrit zurechtkommt, wenn der Schmutz rauskommt, sondern noch ein Rieselfilter, ich würde mir da überlegen, ob ich nicht über einen dieser Behälter, ich habe gesehen, vor dem Haus steht noch ein IBC, ja, genau. Dass man, der spült jetzt ganz kurz, dass man einen über den drüber baut und dann wirklich im Bypass mit einer Pumpe hier einfach nochmal einen Rieselfilter installiert. Dass man quasi unter das Filtermaterial eine Pumpe packt und dann sagt, da geht es oben rein, unten raus, dann oben rein, so dass man quasi, dann hättest du auf dem Filtermaterial auch nochmal eine höhere hydraulische Last und das würde deiner Wasserqualität sicherlich auch gut tun. Ich bin schon wieder am Sachen kaputt. Mach nichts. So, aber du hast jetzt durch die Veränderungen, die du vorgenommen hast nach unserem Blog, nach meinem ersten Besuch, hast du schon Ergebnisse gemerkt. Auf jeden Fall. Also eigentlich könnte ich theoretisch könnte ich so lassen, weil Wasserwerte sind top. Also da habe ich gar keine Sorge. Das Wasser sieht auch super aus. Wissen Sie, das ist so. Wenn Sie dann weißen Fisch schwimmen sehen, dann kommen da so alle 3 Sekunden mal so ein abgefressener und ausgespuckter Algenpartikel vorbei geschwommen. Und da muss ich dir auch ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob du das unter Kontrolle bekommst. Also ja. Du hast natürlich mit 1,2 Kilo Futter, wenn man viel füttert, hat man natürlich die Fische auch irgendwo zum Fressen konditioniert. Und wenn in den Zeiten, wo es dann nichts gibt, da sind die dann natürlich dann permanent am Abgrasen der Teichwände und der Schmutz ist natürlich erstmal existent und muss erstmal entweder in den Bodenablauf oder nachher bei dir in die Mittelflächenabzüge. Also das sind jetzt die Grenzen der garantierten Beratung. Ich kann dir garantieren, dass du mit 5 Zuleitungen, 6 Verbindungsleitungen, dass du die Hydraulik unter Kontrolle bekommst, wenn der Trommelfilter mitspielt. Aber ich kann dir nicht garantieren, ob diese Partikel dann entsprechend schnell absinken. Ja, ich hoffe halt, dass ich durch diese Zuleitungen das Skimmer ein bisschen drosseln kann. Und dann zieht der Skimmer nicht mehr so arg, dann kann ich auch eventuell wieder Schwimmfutter füttern. Weil mittlerweile ist so, der Skimmer zieht so stark, dass wenn ich die Kappe ziehe, dass quasi ein Strudel entsteht und ich kein Schwimmfutter füttern kann, weil dann halt das ganze Futter im Skimmer landet. Deshalb fütter ich Sinkfutter und deshalb reißt auch die Alge von der Wand weg. Und das ist halt mein. Oder das ich hoffe, deine Arbeitstheorie. Du hoffst, dass wenn du sie wieder auf Schwimmfutter konditionierst, genau. Dass sie dann weniger an den Algen fressen. Genau. Da werden wir sie natürlich auf dem Laufenden halten, da werden wir nochmal zum Bloggen kommen, weil das geht jetzt im Bereich der Verhaltensforschung, Verhaltensbiologie, wenn es funktioniert. Ich will jetzt nicht abstreiten, ich finde den Gedanken amüsant, ich finde ihn interessant, weil er natürlich mal wieder zeigt, es macht sich jemand echt Gedanken, wie es funktionieren könnte und vielleicht ist es tatsächlich so, dass Arthur nachher sagt, in dem Moment, wo ich die Fische wieder aufs Schwimmfutter konditioniert habe, fressen die weniger an den Algen rum. Also rein mal von der Sache her halte ich es nicht für ausgeschlossen, aber ich halte mich da mal im Augenblick noch dezent zurück. So, Arthur, bis wann willst du fertig sein? Spätestens in 3 Wochen. Ich bestelle alles und es ist in 3-4 Tagen erledigt normalerweise. Okay. Und was machst du mit dem Filtermaterial, während du umbaust? Da baue ich einen Pool auf, werde es stark belüften und werde dann alles in den Pool legen. Und wirst du da auch die Bakterien ernähren so lange, dass du ein bisschen Ammoniumbicarbonat oder so? Das werde ich auf jeden Fall machen, ja. Das ist auch wichtig, weil auch da ist die Bakterien, wenn die nichts mehr zu fressen kriegen bei hohen Temperaturen, dann sterben die natürlich ja. Irgendwann. Ideal wäre natürlich, wenn der Pool unten einen Ablass hätte und du quasi mit einer Pumpe im Teich in den Pool rein, übers Filtermaterial drüber und dann über den Ablass wieder zurück in den Teich. Das können wir natürlich machen, ja. Und ganz wichtig bei solchen Geschichten, nur falls Sie das auch planen, nachdem Sie jetzt natürlich Appetit bekommen haben auf den Filterumbau,
dass du vielleicht hergehst und, nee, nicht, dass du vielleicht hergehst, dass du das Material dunkel abdeckst. Ja. Aber aufpassen, dass du damit nicht wieder den Glashauseffekt erzeugst, dass es da unten drunter 50 Grad gibt. Auch auf die Temperatur musst du achten, ja, weil in so einem Pool erwärmt sich das Wasser natürlich. Drum am besten für einen permanenten Durchfluss sorgen, zum einen. Und zum anderen dunkel abdecken, auf Temperatur achten und auf die Ernährung der Bakterien. Und dann sind 3 Tage auch kein Problem. Wobei, wir haben gerade Ende Juli und bei dir hier im Badischen hat es 16 Grad. Ja, das wird eigentlich kein Problem sein. Also warm ist anders. So, Arthur, du hast es toll gemacht. Er hatte Angst vorher, ob er das überhaupt kann mit dem Bloggen. Er kann es. Das Wichtigste ist atmen, atmen, atmen. Und dann wird alles gut. So, jetzt zeigen wir das nochmal zum Mitschreiben. Wir haben hier die 2 Pumpenleitungen. Die sollen dann zu Teichleitungen werden, zu Mittelflächenabzügen werden, dass sie auf die Trommelfilterkammer gehen. Dann haben wir hier die 100er Verbindungsleitungen, von denen wir jeweils 3 haben. Die dann im Prinzip in 150 ausführen, entspricht dem Äquivalent von 600er Rohrleitungen. So, und dann passt das alles. Und die Kammer kannst du dann neu ausstatten, weil hier wird ja der Wasserstand dann nochmal um 20 cm hochkommen. Und das sieht man jetzt auch schön oben am Schmutz, wie der Maximalwasserstand vom Teich ist. Und dann wird das gut funktionieren. Das kann ich dir garantieren. Ja. Wobei, wenn Sie jetzt dann gleich den Block vom Teich sehen, dann sagen Sie wirklich, der Junge hat zu viel Zeit. Also, Arthur, Dankeschön. Und auch danke für den schönen Konishi-Tempel, den du hier gebaut hast. Sieht wirklich hervorragend aus. In diesem Sinne, machen Sie es gut, wenn Ihnen dieser Blog gefallen hat. Ich fand ihn geil. Liken Sie Arthur. Er ist jung, er hat Elan und vor allem auch die Lust, sich dem Hobby so hinzugeben und das Bestmögliche für seine Fische zu tun. Machen Sie es gut. In diesem Sinne, ciao. Ciao.